Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, Kartenversion 211. Wir sind in Folge 189 und wenn ich mich nicht täusche, da ich die Folge ein paar Tage vorher auch nehme, wünsche ich euch ein frohes Neues, weil das ist das, was jetzt glaube ich, ich machen muss. So ja, frohes Neues wünsche ich euch dann und gleich fangen wir das Jahr frisch an, indem wir in die Scheiße greifen, hätte ich fast gesagt. Aber wir sind dicht dran auf jeden Fall, weil wir sind gerade am Mist verladen und unser Streudünger ist auf der letzten Bahn. Sobald er da auf der letzten Bahn ist, werden wir das gleich nochmal kontrollieren. Vielleicht habe ich ja das übersehen bei den Aufnahmegeschichten hier, dass wir gucken, weil dann können wir vorspulen. Wir müssen auf jeden Fall ein oder zwei Wachstumsphasen ja vorspulen und die Zeit können wir natürlich dann nutzen, um dann den, sowas wie dieses Verladen und sowas dann zu übernehmen hier. Das sollte dann kein Ding sein. So, ich würde sagen, ich mache noch eine Schaufel und gucken wir mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier 15 Schaufeln reinhauen. So sieht das aus. Und eine angebrochene so ungefähr. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier schon reingemacht habe. Da können wir uns auch mal überraschen lassen, indem wir einfach mal in den LKW gucken dann gleich. So, die machen wir nochmal voll. So. Und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Wo ist er denn geblieben? Fertig ist er. Da unten steht er, müsste er stehen. In Fahrzeug einsteigen. Genau, da steht er auch. Hervorragend. Wir klappen das gute Stück zu. Und werden jetzt nach Hause fahren. Da wir alles fertig haben, werde ich aber beim nach Hause fahren hier schon das Vorspulen anmachen. So einfach sieht das aus. Und nun sollte hier einiges produziert und gemacht werden in der Zeit, weil wir kommen wahrscheinlich schon fast bis zur Mittagszeit. Muss mal gucken, wie schnell die Wachstumsphase beim Gras umspringt. Weil da müssen wir natürlich sonst dann auch die Kollegen mal hinfahren schon. Das können wir übrigens auch machen, fällt mir gerade so ein. So. Hier hinten sind die Hallen noch zu. So. Wir skippen. Parkplatzvarianten, da funktionieren alle ziemlich hervorragend, muss ich sagen. Ist wieder der letzte, den ich anskippen muss. Da ist er. Also mit dem fahren wir zur Wiese. Obwohl ich kann auch mal so gucken. Ich muss nur mal hier ein bisschen was umstellen. Hier Gras anmachen. Und die Wachstumsstufen hier machen, aber er scheint in dem Sinne dann nicht so weit zu sein. Das ist aber kein Problem. Wir steigen hier mal eine Runde aus, steigen hier mal eine Runde ein. Ich gucke noch mal, indem ich hier auf die Wachstumsstufen umschalte, damit wir die Übersicht behalten, ne? So, ah, da kommt die Wachstumsstufe gerade. Das ist schon mal gut. Da seht ihr. Die 2 ist jetzt gerade in dem Moment seereif geworden, sozusagen. Das heißt, jetzt fange ich schon wieder an zu skippen, lande bei ihm. Bei ihm kann ich natürlich dann das Ganze einfach mal schon stumpf mähen lassen. Ne? Da jetzt einen Aufnehmer hinterherfahren zu lassen, lohnt nur beim ersten und beim zweiten nicht mehr. Aber er kann das natürlich schon hervorragend einmal komplett mähen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das war jetzt eine Wachstumsstufe, aber es war für unsere Felder noch nicht die letzte. Das heißt also, wir haben schätzungsweise noch so bis 14 Uhr Minimum Zeit. So in die Richtung, dass das was wird. Erstmal setzen wir ihn jetzt hier auf 2 an. Ich glaube, dafür muss ich jetzt nach rechts abbiegen. Letztes Mal bin ich in die falsche Richtung gefahren, ich weiß. Er ist hier auch nicht der größte Flitzer, aber 43 ist natürlich trotzdem noch okay.
So. Ich will ihm jetzt hier keine Angst machen. Ich werde jetzt natürlich hier schön den Grünstreifen mitmähen. Ja, warum auch nicht? Am Schluss werde ich hier wahrscheinlich auch noch eine Runde quer mähen. So, den Helfer hier machen wir auf jeden Fall an. Und den lassen wir schon mal unsere Wiese mähen. Schwaden tut er, alles okay. So, da stehen wir schon mal wieder richtig. Wir machen jetzt nochmal eine Übersicht. Sehen, ne, ihr seht, das Feld kann schon bald geerntet werden. Das heißt, da können wir dann schon rangehen, auch mit mehreren Fahrzeugen. Und dann gucken, dass wir im nächsten Schritt das andere machen. Ich muss mal wieder zurückgehen hier und das Gras ausschalten. Das sieht ein bisschen extrem aus. So, ihr seht es selber, das ist noch gar nicht mal so weit weg davon. Das heißt, neben dem ganzen Vollmachen, da haben wir einfach mal den Kollegen hier. Den fahre ich einfach schon mal an die 3 ran. Und ich werde auch einfach schon mal einen Drescher mit ihm an die 3 fahren. Weil ich werde dann zwar wohl noch vorspulen, bis die anderen Kollegen soweit sind. Aber die Ernte auf jeden Fall schon mal starten. Ja. Das ist ein Feld, was auf jeden Fall nicht gekalkt werden muss, weil das war ja unsere große Aktion beim letzten Mal, das Kalken da. Ja. Deswegen gucken wir mal. Ich mache hier auch schon mal gleich die passenden Klappen auf. So. Und fahre ihn hier schön auf den Seitenstreifen. So. Dann landen wir jetzt als nächstes. Bei dem Kollegen hier. Aber mit dem machen wir es aber nicht. Oder? Ja, okay, wir können es mit dem hier machen, weil er kann sich da ja mehr Zeit lassen wie mit den anderen Sachen, weil er ja schon eher anfangen kann. Und es kann auch sein, dass ich hier noch einen zweiten mit raufnehme. So. Sollte die Zeit mal längst runter machen, weil die anderen sind wahrscheinlich jetzt in der Zeit auch schon reif geworden. Hier gehst du die Vermutung. So, jetzt mache ich was die Nachbarn hier nicht so freuen wird, schätze ich. Ich habe nämlich da jetzt gerade meinen Schneidwerkswagen hingestellt. Weil wir haben es nämlich eigentlich schon bald wieder Abend. Wenn wir nicht immer nachts arbeiten wollen, dann müssten wir eigentlich, wenn unsere anderen Sachen das zulassen, die Nacht durchspulen, theoretisch gesehen. Ne, Wachstumsphasen aufmachen, Ernte laufen lassen und einfach vorspulen. Und dann kriegen wir natürlich auch einiges in den Produktionen dann mit. Dann müssen wir natürlich vorher gucken, bevor wir das machen, eine Runde gucken, dass wir den Spaß auch geregelt kriegen. Er springt schon mal an. So, ihr seht hier die Biergeschichte. Die ist voll. Da werden wir als allererstes mal die Autoload-Variante starten hier. So. Jetzt werde ich mal die Produktion hier ein bisschen blockieren. In der Hoffnung. Dass er hier die Paletten und das noch alles mitnimmt. Eigentlich sollten die das. Eigentlich sollte auch die vordere hier mitgenommen werden. Warum will die als einzige hier nicht mit? So, aber jetzt, oder? Oder war die nicht voll?
Das wäre aber sehr doof, wenn die jetzt genau da, was ich, ein Viertel-Liter gefehlt hätte oder sowas. So, ich meine nämlich, die Produktion wäre eigentlich vollgelaufen. Was ist mit dir, Palette hier? 4000 Liter von einer guten Flüssigkeit und da ist noch ein Platz. Verstehe ich das Konzept jetzt nicht so. Andere Seite. So. Ja, so fahre ich wieder gegen, das wollen wir natürlich nicht. Anschalten, ausschalten. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier die letzte Palette nicht lade. Kann mir das jemand erklären, warum wir die letzte Palette nicht laden? Ich weiß es echt nicht. Ist das die Anstandsreste-Palette oder sowas? Warum ich das jetzt gemacht habe, falls ihr euch fragt, ist, wenn ich schon nicht mit will, muss ich sie so zur Seite schieben, dass sie wenigstens die Produktion nicht behindert, ne? Das ist der Punkt. So, Ladevorgang ausschalten, Spanngurte anbringen, mehr kann ich da jetzt auch nicht machen damit. Die Produktion, die dürfte auf jeden Fall noch laufen dann jetzt, ne? Bier ist leer, Paletten ist, sieht schon knapp aus, das heißt, wir müssen das Bier verkaufen und die Leerpaletten holen. Malz ist noch drin, das andere ist eigentlich auch noch drin und Gerste sieht auch noch einigermaßen aus. Ihr seht hier, das ist reif, die anderen sind noch nicht reif, als wir jetzt hier gebremst haben. Und wie gesagt, wir wollen natürlich nicht nochmal komplett in der Nacht arbeiten, sondern am Tag arbeiten. Deswegen werden wir das Ganze auf jeden Fall dann nochmal passend umstellen. So, wir gucken jetzt erstmal, wo muss das Bier denn hin? Gucken wir doch mal so. Was hat sich denn jetzt hier zwischenzeitlich getan? Wir sind bei Pietz Frisch Fisch Oase, will unser Bier haben. Okay. Ich meine, wir hätten schon einen höheren Preis für Bier, aber wie gesagt, wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir hier was durchkriegen, weil wir brauchen auch den Wagen wieder. Gut, wir steigen jetzt hier ein, fragen uns immer noch, wo man die eine Palette nehmen wollte. Falls ihr da irgendwas mehr gesehen habt wie ich, sagt es mir einfach. So, ich guck mal. Ja. Haben wir die Rubrik extra. Händler. Und Tierhändler. Brauerei klappen wir zu. Standard, was ist ein Standard? Also Standard sind die alle. Verkauf, da machen wir jetzt auf. Und dann gehen wir jetzt auf Pietz Fisch Oase. Gehen jetzt hier hin. So. Und sagen jetzt Start. So. Der dürfte jetzt zum Verkaufspunkt fahren, Nummer 1. Danach schicken wir ihn zum Sägewerk. Und der soll dann da die Paletten holen. Und dann gucken wir mal eine Runde weiter. So, ja, hier sind wir am B-Laden. Das ist auch alles okay. Und ich schätze mal, dass unser Kollege mit dem Drescher eigentlich schon wieder voll sein wird. So. Sollte hier viel höher rangehen, das wäre besser. Weil ich will natürlich für die nächste Ansaat, wenn wir tatsächlich die Nacht vorspulen, auch die Düngerproduktion hier drin haben. Und ihr seht auch selber hier, wir haben natürlich auch Mist ohne Ende hier, ne? Das kann man nicht anders beschreiben. Und wir dürften wahrscheinlich auch eine Runde Milch verkaufen können. Das sollten wir auch mal noch in die Wege leiten. Ich sollte aufhören, gegen die LKWs zu fahren. Das würde noch mehr Sinn machen, glaube ich. So. So. Ja, ich steige auch nochmal fix aus, laufe hier einmal rum. Mit Emil lade ich den restlichen Wasserpart ab. Der dürfte jetzt hier locker reingehen bei den Tieren. Egal wie viel Wasser ich jetzt auch habe, nicht?
So, fahren wir hier nochmal ran frisch. So. Keine freie Kapazität für Wasser. Ich hatte auch vorgespult und nicht neu reingemacht. Was ist mit den Tieren los? Wasser ist tatsächlich noch voll. Mischfutter haben sie gut verbraucht. Mist, seht ihr selber, haben wir jetzt immer noch 120.000 drin und wir haben Milch drin, bis der Arzt kommt und auch noch eine komplette Ladung neu an Gülle. Das heißt also, wir sollten jetzt hier echt sehen, dass wir bei den Tieren hier was draus machen. Und ich fange jetzt an, indem ich bei den Tieren hier erstmal... Ja, erstmal ist natürlich jetzt das Wasser drin, ne? Und er will kein Wasser mehr haben. Das ist natürlich jetzt weniger schön. Fram, Fram, ist auch schön. Farm frische Milch sozusagen. Und ich habe Wasser zu viel. Okay, das gucken wir uns auf jeden Fall an, wie wir es beim nächsten Mal regeln. Ich fahre jetzt auf jeden Fall jetzt los und ja, ich verabschiede mich. Also das neue Jahr beginnt hier hektisch mit viel Arbeit. Und wir werden jetzt hier schön einmal auf unseren Hof fahren, während ich mich verabschiede, und werden gucken, ob wir ohne den LKW umzufahren die Beladung von Gülle dementsprechend starten können. Ja, aber ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.